Herr Besson, wo Ihre Kollegen gestern Abend zum Tatort gerufen worden sind, welche Situation haben Sie vor Ort getroffen? Die Polizisten sind ja ausgerückt auf Affolt, weil sich eine Frau bei der Einsatzzentrale gemeldet hat, also eine Mitarbeiterin, nicht wie gewohnt zur Arbeit erschienen ist. Man ist in die Wohnung rein von dieser Frau. Man hat in der Wohnung rein vier leblose Personen vorgefunden. Man hat die Ermittlungen sofort angefangen. Und aufgrund des jetzigen Wissensstands gehen wir davon aus, dass der Ehemann zuerst seine Ehefrau, nachher seine zwei Kinder und schlussendlich sich selber getötet hat. Was weiss man sonst noch über die Familie? Bei diesen vier Personen, die man tot in dieser Wohnung aufgefunden hat, handelt es sich um eine Schweizer Familie. Das ist ein Ehemann, seine Frau und seine zwei Kinder. Wo man jetzt davon ausgeht, dass der Mann zuerst die Frau, nachher seine Kinder und nachher sich selber getötet hat. Ist der mutmaßliche Täter polizeilich in der Vergangenheit irgendwann schon mal aufgefallen? Das ist Teil von der Untersuchung, die jetzt die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft geführt wird. Und darum kann ich jetzt momentan nichts dazu sagen. Was steht momentan im Vordergrund von der laufenden Ermittlungen? In dieser Nacht sind am Tatort ganz viele Spezialisten ausgerückt. Das sind einerseits vom Forensischen Institut Zürich, aber auch Spezialistinnen vom Institut für Rechtsmedizin Zürich. Man hat Tatortsicherung vorgenommen, man hat den Tatort gescannt. Es sind Befragungen gemacht worden, da laufen die Ermittlungen auch, warum es zu dieser Tag ist, die Umstände dazu. Und die werden jetzt geführt durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft 1 vom Kanton Zürich.